Hier, Standardbild von der Erde. Wird sehr oft benutzt. Gehen wir mal wieder raus. Ja, das Und jetzt nenne ich kannst du eine mal Reise durch die übernehmen. Zeit und in den Weltraum. Ich denke, das hat dir gefallen. Auf jeden Fall. Sehr schöne Musik und ich will noch mal erinnern, wir spielen weiterhin Adi Englisch. Du bist aber noch nicht einmal was mit Das Englisch. ist nur die Lernsoftware. Irritiert aber. Nee. So, was kann man denn hier eigentlich alles anklicken? Hier unten sind ja nur Ja, Menüs. die Menüs, die zeigen auch eine Zusammenfassung von allen. Ich kann mal gucken, was wir hier noch nicht alles angeklickt haben. Er wird das schon angeklickt. Gut, ich werde dir also etwas von deiner Welt erzählen. Ich werde dir mal die Geschichte vom blauen Hund erzählen. Vor langer, langer Zeit, als die Tiere noch sprechen konnten, ergab es sich, dass ein junger, halb verhungerter Hund von wilden Tigern verfolgt wurde. Er versteckte sich in einem Dorf im Hause des Färbers im Inneren eines Topfes mit blauer Farbe. Er blieb dort die ganze Nacht und als er am nächsten Morgen weiterzog, war er ganz blau. Da er immer noch sehr hungrig war und es ihm auch an Mut nicht fehlte, kehrte er in den tiefen, gefährlichen Wald zurück. Dort entdeckte er, dass ihn keines der Tiere wiedererkannte, ja, dass sie sogar vor ihm Angst hatten. Die Neuigkeit von diesem unbekannten, gefährlichen Tier verbreitete sich im ganzen Wald. Die anderen Waldbewohner ernannten ihn daraufhin zu ihrem König und brachten ihm Geschenke und Nahrung. Wenn du willst, kann ich dir auch die Fortsetzung erzählen. Bitte Einige nicht. Zeit später zogen andere Hunde durch den Wald und der blaue Hund, der sich einsam und verlassen fühlte, schloss sich ihnen an. Als die anderen Tiere des Waldes merkten, dass er doch nur ein Hund war, wurden sie sehr wütend und wollten sich auch an ihm rächen. Doch der blaue Hund war mit seinen Artgenossen schon weit, weit fort. So, die ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich habe Blau. nichts verstanden. Also der Hund ging in den blauen Topf rein. Das erinnert mich ein bisschen an die Blue Man Group. Wahrscheinlich haben die das ja auch gemacht. Schliefen in einem blauen Topf So, mit blauer Farbe. hier haben wir einen Schrank. Wo ist denn eigentlich das, was wir Englisch nennen? Hinten an der... da auf dem Schreibtisch, da zeige ich mit Ach, dem Finger den drauf. An die Schreibtisch. Arbeit, mein Freund. Ein paar Übungen haben noch niemandem geschadet. Absolut nicht. Hier hast du auf der einen Seite das Buch, um in die Übungen zu kommen, und auf der anderen Seite das Telefon, um dich ins Internet einzuwählen. Ach, man kann sich auch ins Internet einwählen, nur ist das heute nicht mehr möglich. Ja, das soll laut Wagger, der hat mir das mal alles erzählt, das soll interessant gewesen sein, mit echten Stunden, die man dann verschwendet. Und So, dort, dann das wollen ist wir alles so mal. kompliziert. Also, wir können ja nicht in dieses Nee. wundertolle Internet, das Ja, kannte ich wenn du da niemals draufklickst, hier. ist das Spiel ab. Aber das wollen wir erstmal gar nicht provozieren. Klicke auf neues Lernprogramm oder auf das Fach, das du bearbeiten möchtest. Du hast die Ja, Wahl. das ist jetzt eigentlich das Basisprogramm und die muss jetzt auf neues Lernprogramm. Wenn man die CD reintut, dann wird das aktiviert. Geh mal da drauf. Ah, okay. Na dann wechsle mal schön deine CD. Das wird jetzt aktiviert. Eine Auswurfanforderung natürlich. Ja, das sollst du machen. Das Tolle bei Windows 95, 98, es gab ja einen Bluescreen, wenn man einfach so ohne bestimmten Grund einfach die CD rausgeschmissen hat. Aber hier Also, sollte das eigentlich nicht passieren. CD wechseln ist extrem anstrengend. Also, das macht richtig Du sportlich. musst entweder auf Neu oder auf das Fach klicken, das du bearbeiten möchtest. Ganz einfach. Ja, dann wollen wir jetzt endlich mal Adi Englisch spielen. Wir haben ja mit Adi Englisch angefangen. Ja, wir hatten ja das Basisprogramm. Jetzt wollen wir Englisch lernen. Ja. Wie Do zeigt you eigentlich die? speak English? Very Nee, good. Spiak, das heißt Spiak. Es ist das erste Mal, dass du dieses Lernprogramm siehst. Also gut, ich kann dir helfen und dich ein bisschen begleiten. Nein. Das soll er machen. Darf ich das ignorieren? Ich schlage dir vor, dir die Titel Warte. der Kapitel durchzusehen. Ja. Na, hör den einfach zu, was er sagt.
Von sich sprechen. Wähle bitte jetzt ein Kapitel aus. Okay, Mama, von sich sprechen. Okay, von Aha, sich sprechen. Eine meiner Lieblingsübungen. Weil die ganz oben ist. Ja. So. Klicke okay. auf den Daumen oder drücke die Enter-Taste, um mit der ersten Übung zu beginnen. Oder klicke auf die Übung deiner Wahl. Apfel. Drück mal auf den Apfel, auf den ersten Apfel. Jemanden nach seinem Namen fragen. Höre dir aufmerksam die Frage an und klicke dann auf die richtige Antwort. Das rauscht aber. What's your name? Ja? What's your name? Und ich soll dann auf die richtige Antwort klicken. What's your name? Das heißt doch, was ist dein Name? Ja, was ist mein Name? Also, ich weiß bloß nicht, was genau ich anklicken soll, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Das sieht aus wie ein Tennisschläger oder wie ein Mikrofon. Das sieht aus wie Indiana Jones. Ich glaube, ich klicke mal den in der Mitte an, weil der zeigt auch sein Gesicht. What's your name? My name is Five. Das kann ja auch richtig sein. My name is 5. Was klicken wir an? Ich glaube, das mittlere. Der zeigt auf seine Nase. I'm Steven. Ach ja, jetzt, okay. Ach, man kann sich das vorher anhören, okay. Ja, okay. It's a racket. Ja, aber was ist dein Name? Es ist eine Rakete. Ja, aber es kann ja auch sein. Hello. Ja, was ist denn, wenn man Hallo heißt? I'm Steven. Ich glaube, das ist doch eher richtig. Ja. Nehmen wir einfach mal das. Nur geraten. Wir sind ja Erstklässler. Wir fangen ganz mit YouTube an. Mhm. Vollkommen korrekt. What's your name? Ist das süß. So, die zeigt zum Glück nicht den Mittelfinger. I'm Cinderella. Hä? Männlicher Sprecher? Kann man die Frage eigentlich nochmal sich anhören? Guck mal, geh mal da oben drauf, auf diesen Clown da. Oh Gott. Das sind Diskettenlaufwerkgeräusche. Ich kann mich doch halt dran erinnern, ey. Oh, hallo. Hallo. Hello. 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 My name is Shirley. Nice to meet you. What's your name? I am Ribby the robot. My name is Ribby. Nice to meet you. Nice to meet you too. This is my cousin the lorry. And this is my sister the car. Interesting. And? These are my mother and my father. They are my parents. And this is my brother. Hello. Nice to meet you. I am Ribby the robot. Nice to meet you. What's your name? I'm Steven. What's this? Drug case. Yes, what's this? Look. Oh, it is chocolate. Echt? Sah ein bisschen komisch aus. Do you like chocolate? Ah, my friend, I like chocolate too. Look, this ball is made of chocolate. All my toys are made of chocolate. Boah, Alter, daran kann ich mich noch erinnern, ey. Das ist ja krass. Das ist schon 16 Jahre her. Und ich empfinde so viel Fremdscham. Yeah. Aber das ist irgendwie vielleicht dasselbe Studio, wo Phantasmagoria 1 gedreht wurde. War ja auch mit Blue Screen. This is my father and this is my mother. What's this? Irgendwie klingen die betrunken. Aber die Diskettengeräusche sind sehr cool. So, wir klicken erstmal das an. Weißt du, dieser Typ da, ne, mit dem Fragezeichen, der erinnert mich an irgendjemand aus irgendeiner Manga-Serie. Ganz richtig. Wie heißt der Hund eigentlich? Was?
Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Verdammt. Klicke deine Wahl an und bestätige durch einen Klick auf den Daumen. Warte mal, da unten vielleicht. Höre dir aufmerksam die Frage an und klicke dann auf die richtige Antwort. What's your name? What's your name? Das ist ja immer, wo jemand drauf zeigt. Das ist doch viel zu einfach. It's a pair of roller skates. I'm Tom Thumb. Machen wir weiter. Also. Applaus, Applaus! What's your name? Ja, schon wieder? Das ist ja viel zu billig gemacht. Also, es ist für Kinder, die nicht lesen können. Wir haben ja damals auch in der ersten Klasse schon Englisch gehabt. Aber ich finde das jetzt irgendwie ein bisschen sehr einfach, ne, oder? Nein, nicht rausgehen, sonst ist alles invalid. I'm Robin Hood. Okay. I'm a ball. I have 5 fingers. Applaus, Applaus! What's your name? Es sind immer noch die gleichen Fragen. Ich habe irgendwie gedacht, da kommen unterschiedliche. Vielleicht später erst. Wir kicken uns jetzt einfach mal durch. Ich mag den Hund da unten. So, der ist nicht von Adi. Die Übung ist fertig. Ich glaube auch von Archibald oder so. Oh, boah, das ist richtig schwer. Ist wirklich gut. Warte. Du willst mich wohl gleich von Anfang an beeindrucken? Na, das ist dir sogar gelungen. Ah, das Geräusch ist geil. Punktestand an. 2. Ja. Ja. Unsere 2 Punkte. Mein Gott, das ist so krass. Und man kann über die 1000 Punkte machen, oder wie? Was kann man denn noch alles machen? Es gibt wirklich sehr, sehr viele Übungen hier. Es gibt noch die zweite CD, ne? Mhm. Mach mal Alter und Zahlen. Das erste oder das zweite? Die Zahlen von 1 bis 10. Sich vorstellen, how old are you? Was wollen wir denn machen? Mach mal, how old are you? Hat er sich gerade böse geguckt? Look at this scene and complete the dialogues or answer the questions. How old are you, Steven? I am 1 year old. And you, Curly Shirley, how old are you? I am 2 years old, even, Steven. I am 3 years old. I am 3 years old. And how old are you? Das ist jetzt sehr schwierig. Also ich glaube, die 4 soll andeuten, dass es nicht die 4. Karte ist, sondern dass man 4 Jahre alt ist. Kann das sein? Das kann gut möglich sein. Also der Junge, der sieht groß genug aus, dass er nicht 2 oder 1 Jahr alt sein könnte. Doch, aber er kann nicht mit einer Gabel essen. Er ist nicht fähig, mit einer Gabel oder mit einem Löffel einen Pudding zu essen. Aber das können selbst 16-Jährige nicht, glaub mir. Ach, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast sogar, er könnte 4 sein. Ich glaube 2. Ja, so eine Vermutung. Also ich glaube 2 laut dem Bild, aber da das chronologisch war, der eine hat 2, 1, 2, 3 und dann kommt sicher die 4. Und du hast wieder Angst gehabt, dass hier wieder Übersteuerung ist, ne? Ich hab schon auf den Angst. Tisch getippt habe. Ja, mach mal das. I am 4 years old. Und wir werden danach erschossen. Ja, oder? Was richtig? Was richtig? Oh. Hä? Okay. Steven, wie geht's dir? Ich glaube, wir sollen jetzt die Antwort geben. How old are you? Steven, how old are you? Okay, das ist, glaube ich, richtig. I am 5 years old. Oh. Was? And you, Curly Shirley, how old are you? Even Steven, I am 6 years old. 6 years. And you, how old are you?
Schrei mich nicht so an! Warum haben die jetzt alle so wirklich chronologische Karten? Das ist ja rein zufällig. Ne? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich glaube, das soll jetzt 7, weil die ja 6 hatte. Also. Ja, also man weiß es ja nicht. Ich glaube, 7 ist das mit Sewin, ne? Sewin. Also müsste man dann sagen. Sewin. Warte. Ich wollte es in Szene bringen. I am 7 years old. I'm a beautiful girl. I am 7 years old. Nein, das war unnötig. Der hat das ja vorgelesen. Ja, aber trotzdem, die sprechen das genauso bescheuert. Ja, das wird gleich schlimmer.